Was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zum Hauptrennen aus Baku, unserer Formel 2 2021er Karriere. Wir sind in Aserbaidschan, eine wunderschöne Strecke, aber genauso schön wie sie ist, genauso schwierig ist sie auch. Und deswegen wird es heute auf jeden Fall ein sehr spannendes, aber vor allem, ja, sehr hartes Rennen gegen eine KI, die ja dich nicht unbedingt vorbeilässt. Es gibt aber Gott sei Dank hier zwei DRS-Zonen, eine ab Start und Ziel und eine auf der Gegengeraden. Und das ist schon etwas hilfreich, gerade dir bei Start und Ziel. Da hast du fast, ja, du bist eigentlich fast 2 Kilometer an deinem Vordermann dran, kannst dich dran saugen. Es ist, glaube ich, nicht 2 Kilometer. DRS, aber trotzdem kannst du echt gut reinkommen. Sue und Armstrong starten aus der ersten Startreihe. Schau gerne auf Instagram und auch gerne auf TikTok vorbei. IT-JT, Robert Schwarzman und dann Daruela, dann hier Viscal und Pushar, Sato und Verschoren, Beckmann und TikTok, Aitken und Drugovic. Dann auf 13 haben wir Juri Vips und Liam Lawson, die Teamkollegen, Samaya und Lungard, Zendele und Nisani, Boschung und Fittipaldi. Und in der letzten Reihe, Deleda und wir. Das wird auf jeden Fall sehr spannend werden und ich hoffe, ihr seid dabei. Eine halbe Sekunde ist der 21. einfach vom ersten weg und das ist unvorstellbar. Da hast du teilweise zwischen dem ersten und zweiten in der Formel 1 eine halbe Sekunde und hier ist das Fahrerfeld echt eng zusammen. Knapp und ich bin echt gespannt, können wir die Last to First Challenge auch dieses Mal wieder gewinnen. Ich bin echt gespannt. Salah, in die erste Kurve rein, noch ein bisschen vorsichtig hier. Ja, und jetzt gehen wir schon ein bisschen härter rein. Hier jetzt, wenn das durchgeht und das geht durch. Hier muss ich mal ein bisschen ausweichen, weil Nisani echt hier dran geblieben ist. So, 5 Plätze schon mal gut gemacht. Das war ein schöner erster Start mit, ja, den ersten paar Kurven. Nach der ersten Runde kann man mal sagen, ob es eine perfekte erste Runde war. Also der Start war okay, muss man sagen. Die erste Kurve war viel besser. Sala. Und jetzt hier auch noch, gerade im Anfangsgetummel, kann man so viele Leute hier überholen. Gerade weil da auch von vorne hin, hier sieht man es auch, da wird Wips ein bisschen der Bremsklotz. Und gerade da kannst du gut reinstechen und kannst auch schön aufholen. Ich denke mir auch hier so, da dachte ich mir so, na, lieber nicht. Und dann habe ich hier nochmal zurückgesteckt gegen Lawson. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken. TikTok wird vermutlich auch nicht mehr in der Formel 2 dieses Jahr fahren. Nachdem er bei der Red Bull Academy 2019 rausgeflogen ist, ist er jetzt auch bei der Williams Academy rausgeflogen und hat somit auch seinen fixen Stammplatz in der Formel 2 verloren. Wer es gesehen hat, letzte Woche Freitag, Samstag war Formel E. Und da ist er jetzt dabei. Schade, er galt echt als Megatalent, nur ja, hat er halt immer wieder Schlagzeilen gemacht, nicht durch sein fahrisches Können, wobei er eigentlich gut war oder mega war, ein Megatalent. Aber ja, er hat leider auch natürlich immer wieder für Aufsehen gesorgt, weil er sich mit Teamkollegen, mit Gegnern und auch mit Journalisten und so weiter gestritten hat. Ja, und dann teilweise auch natürlich mit den Vorgesetzten und das hat dann nicht gepasst. Also man muss halt schon wissen, man muss halt gewissen Respekt von gewissen Leuten haben. Sagt keiner, dass er jeden irgendwie die Füße küssen muss, aber einen gesunden Respekt von jedem zu haben, ist halt schon wichtig. Und das, ja, muss man halt dann auch irgendwie, ist natürlich schade. Ich meine, du bist so ein talentierter Fahrer einerseits, aber andererseits, ja, bist du dann irgendwie in deiner Hort und wenn du dich nicht richtig zusammenreißen kannst, ist es natürlich auch nicht schön. So, hier haben wir nochmal die Start-Review, da rocht's. Der eine Red Bull hier. Ja, hier hatte ich innen, also da war wenig Grip, aber auch beim Rausbeschleunigen hat man das dann gemerkt. Also gerade aus der ersten Kurve raus, da war es nicht so schön. Hier dann immerhin gegen, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie der heißt. Ja, egal. Aber hier ist er nochmal rausgeschossen, die Nummer 18. Und ja, das war okay, muss man sagen. Hier genau. Schau mal, wie eng das hier zugeht. Aber das ist ja gerade die Formel 2. Gerade weil die auch natürlich echt, echt sind und nicht irgendwie so auf Perfektion noch sind, macht das noch viel mehr Spaß, das anzugucken und auch hier zu fahren. So, wir sind in der zweiten Runde und haben uns auf dem 14. Platz vorgearbeitet. Und hier gehen wir mal richtig riskant rein. Samaya spielt auch gut mit, muss man sagen. Sonst wäre das wahrscheinlich in dem Crash ausgegangen. Oh mein Gott, hier habe ich mich ein bisschen vertan, musste dann auch mal korrigieren, sonst wäre ich komplett, aber wirklich komplett in den Morg gefahren. Aber trotzdem, Sola, jetzt
den 13. Platz erobert und jetzt wird es schwierig. Ab hier merkt man halt dann, dass die etwas erfahreneren oder besseren Fahrern unterwegs sind oder halt die sich in diesem Wochenende besser auskennen. Und das wird jetzt echt schwierig. Ich habe auch hier ein bisschen länger gebraucht, mal überhaupt an Juri Vips dran zu kommen. Man sieht es auch hier jetzt, Ende dritter Runde. Oh mein Gott, aber er weiß halt, ich bin viel besser da unten rüber gekommen und konnte jetzt auch hier schön drankommen. TikTok jetzt vor uns, von dem Mann, von dem gerade geredet haben, auch Aitken, der ist auch sehr, sehr cool. Ich fährt auch schon ein bisschen länger in der Formel 2. Und ja, Piastri. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze noch hinläuft, auch in der Formel 1. Es gibt nach wie vor noch keine richtigen News, was Lewis Hamilton betrifft. Man hat jetzt ein Video, erst gestern, glaube ich, ist das veröffentlicht worden, oder halt zum chinesischen Neujahr in China ist das veröffentlicht worden. Oh, das war mir hier mit der Brechstange gegen TikTok. Da haben wir, da bin ich zu spät sogar auf der Bremse gewesen, um den Scheitel zu treffen. Ich musste dann den harten Curb nehmen. Wie gesagt, es wurde ein Video veröffentlicht zum chinesischen Neujahr für halt China. Und da war Hamilton kurz auch mit seinen Kleidung und so weiter drin. Wann genau das Video aufgenommen wurde, weiß ich natürlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das beim letzten Wochenende schon aufgenommen haben. Aber kann natürlich auch gut sein, dass er das aufgenommen hat. Ich stelle mir ehrlich gesagt vor, dass der da einfach weiterfährt. Aber wenn nicht, wird es halt ziemlich spannend werden, wie die Formel 1, wie welche kleine Silly Season der nochmal auslesen wird mit diesem Wechsel oder mit diesem Retiring. Also das wird sehr spannend. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob er seine Karriere beenden wird oder nicht. Also ich bin mir ehrlich gesagt zu, sagen wir mal, 98% sicher, dass er weiterfahren wird. Erstens mal will er den 8. Titel dann, ich meine, 50 Millionen oder ich weiß nicht genau, wie viele er bekommt. Boah, wir kommen in die Box, Alter. Das war aber ein wirklich schönes, eine perfekte Einfahrt. Wir haben hier echt gut, wir haben hier echt gut Zeit auf verschoren aufgeholt. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern hier herumfahren. Ob wir den vielleicht sogar aus der Box aus überholen können. Ja, wir haben es geschafft. Mit dieser perfekten Boxeneinfahrt haben wir einfach verschoren überholt. Und das ist natürlich auch für die komplette, also für, wenn dann alle in der Box drin sind, wird es ziemlich interessant, um nochmal aufs andere Thema zurückzukommen. Natürlich muss ich sagen, ich glaube natürlich nicht, dass er aufhören wird. Aber schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Denkt ihr euch auf und vor allem, wer könnte dann heißer Favorit werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian Vettel zu Mercedes gehen wird. Das glaube ich nicht und das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Aber es gibt natürlich viele, viele Solutions und deswegen würde ich sagen, meine plausibelste ist auf jeden Fall, dass er, ich denke mal, wenn er aufhören würde, wovon ich ja nicht ausgehe, aber trotzdem, reden wir mal, hätte, wäre, wenn, ich kann mir gut vorstellen, dass er dann auf jeden Fall von einem erfahrenen Fahrer ersetzt wird. Meine logische Erklärung wäre Valtteri Bottas, aber der würde natürlich auch, boah, das lag, das ist die Xbox Series X Edition, meine Lieben, aber ich denke mal, der würde natürlich dann auch ein bisschen von Russell untergebuttert werden und das, glaube ich, will sich auch Bottas nicht mehr antun, außerdem steht er in einem laufenden Vertrag mit Alfa Romeo und ja, ich kann mir das nicht vorstellen, deswegen sage ich mal, Bottas kommt zu, ja, sagen wir mal, dass es ja hochkommt, 15%, also viel, viel mehr ist da nicht. Dann natürlich Hülkenberg, aber ja, wir wissen natürlich auch, dass er seit 2019/20 nicht mehr aktiv, also wirklich so jedes Wochenende oder jedes Rennen gefahren ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich da so einen etwas, ja, man will sich natürlich einen Fahrer holen, der das alles noch drauf hat, der halt, keine Ahnung, gefühlt gestern auf Formel 1 gefahren ist oder gestern im Auto gefahren ist und nicht einen, der ja eher noch ein bisschen lernen muss, no front gegen Hülkenberg, trotzdem, mein Gott, da rutschen wir so nah zum Auer, da Wheeler, da ist ja echt spät auf der Bremse drauf, aber wir waren da noch ein Ticken später drauf, dann bleibt eigentlich nur noch einer und da, die große Rede war ja natürlich auch von Esteban Ocon, ich weiß nicht, also meiner Meinung nach würde eigentlich am besten Bottas passen, aber der ist bei mir nur 10%. Vettel, ja, wäre interessant. Also wenn Vettel da nochmal hingeht, ob er die Chance hätte oder den Biss hätte, da nochmal einen Titel rauszuholen, nach nach Wolfs Aussagen, hat man ja anscheinend den besten oder einen der besten Motoren und einen Megamotor und ich bin echt gespannt. Also ich denke mal, Hamilton, wir bleiben zu 98% und das Vettel kommt, sehe ich bei 50% und auch bei Ocon bei 50%. Hülkenberg kann ich mir nicht vorstellen.
und auch andere Fahrer, also Aitken. Der ist ja gegen die Mauer, der wollte nicht nachgeben. Nick de Vries, der ist ein fixer Formel-E-Fahrer. Warum sollte man den da jetzt rausreißen, um in die Formel 1 zu holen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es ist knapp. Also es ist auch an erfahrenen Fahrern fehlt. Fernando Alonso wäre cool, aber der wird da nicht hingehen. Wobei, er war noch nie ein großer Hamilton-Fan. Und Russell hingegen mag er ja auch, Verstappen mag er. Und wenn er dann auf einen Schlag wieder um den Weltmeistertitel kämpfen könnte, wäre natürlich cool, wenn die Alonso holen würden. Er hat auch letztes Jahr gezeigt, dass er aus einer Chance-Gucke den Podium rausholen kann und dass er teamfähig ist, indem er ja auch Ocon in Ungarn den Rücken irgendwie gestärkt hat, indem er da Hamilton ja rundenlang aufgehalten hat. Aber zurück hier, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ihr könnt das auch gerne auf TikTok ausdiskutieren. Schaut gerne vorbei, _Tobi. Link ist natürlich unten in der Bio. Schnellste Rennrunde und wir sind in den Top 5. Das war natürlich hier mal ein schöner Vormarsch, ihr habt es im Hintergrund gesehen. Und hier geht's auch schon Schlag auf Schlag, Pucher. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Pucher ist jetzt vor mir, der Junge. Der hat's auch drauf. Sind natürlich alles Megatalente, die einen mehr vom Glück verfolgt wie oder manche halt vom Pech verfolgt als die anderen. So, eine Runde später sind wir jetzt auch hier an der Schlagdistanz. Reifen halten auf jeden Fall durch, wir haben nur noch 6 Runden. Und jetzt, boah, schon ein Riesenschritt, dieses DRS ist einfach so genial, wirklich. Ich habe auch letztens schon die ersten Ideen für die 2026er Autos gesehen, wobei ich ja auch immer noch denke, dass sie das noch ein Jahr rausschieben werden, eben wegen Corona. Oh mein Gott, hier kommt das Kreuzmanöver gegen Armstrong und den hat es weggedreht. Er wollte auch draufhalten und das ist nicht gut. Das kann man hier einfach nicht, das geht in der ersten Kurve nicht und das kapiert die KI leider einfach oft nicht. Also man fährt auch normal, da sticht er irgendwie nochmal rein und dann dreht sie weg. Auch hier an dieser Kurve hier, Kurve 1, 2, das sollte die dritte Kurve sein. Da sticht die KI immer so unnötig rein, wirklich. Also da kannst du auch nichts machen. Auch Belgien, erste Kurve, beim Start sticht die KI so unnötig rein. Da kannst du auch irgendwie, das ist lost, das ist unnötig und das würde kein Formel 1-Fahrer jemals so wagen. Also ja. Ich meine, wenn ich mich verbremse mal oder so, aber gerade wenn du so um das Podium kämpfst, dann nochmal hier so irgendwie reinstechen, was gar keinen Sinn macht. Schwarzmann, ich bin stolz auf ihn, der Junge hat's drauf, der ist ja auf dem dritten Platz jetzt und jetzt sind wir auch ins Hut dran. Eine harte, lange Reise ist es vor uns, Alter, was macht der Idiot da? Eine harte, lange Reise ist vor uns. Wir haben hier endlich auf ihn aufgeholt, Zoller, jetzt bisschen schöner durch die Kurven kommen. Meine Reifen sind natürlich ein bisschen mehr lidiert wie seine. Ja, fährt da von 1 auf 1. Ich muss mich da oder musste mich da ja schon ein bisschen um ein paar Fahrer kümmern. Und trotzdem sind wir hier jetzt auf einer Augenhöhe. Diese ist eine meiner Lieblingskurven hier. Und jetzt runter haben wir ein bisschen Zeit verloren. Aber ja, DRS lange Geraden. Er weiß wahrscheinlich genau, dass das schwierig wird zu halten. Aber da rutschen wir den Körper drüber. Schwarzmann jetzt auch hinter uns. Der holt auch ein bisschen auf. DRS, das wird nicht reichen auf dieser Start- und Zielgeraden. Das reicht nicht. Da kommt Schwarzmann eher dran wie wir. Wagen wir das Manöver? Nein, ich wag's noch nicht. Wir gehen hier auf den Körper. Da kannst du später bremsen. Aber jetzt auch hier beim Rausbeschleunigen hatten wir natürlich ein bisschen die bessere Linie. Und jetzt könnte es soweit sein. Und wir probieren es hier gleich rein. Ich weiß nämlich genau, hier muss er vom Gas runtergehen. Und das war auch taktisch, weil ich wollte, dass Schwarzmann überholt. Aber das hat er anscheinend nicht hingebracht. Er musste den längeren Weg außen gehen und muss noch ein bisschen abbremsen. Trotzdem hat er es geschafft, irgendwie vor Schwarzmann zu bleiben. Keine Ahnung warum oder warum Schwarzmann das nicht geschafft hat, ihn zu überholen. Das ist mir einfach, wie soll ich sagen, ziemlich komisch. Aber egal, wir sind letzte Kurve gut durchgekommen. Das war die vorletzte, das hier ist die letzte Kurve. Und jetzt, das war's, Leute. Wir haben hier bravourös den Aserbaidschan Grand Prix gerockt. Ein spannendes, schwieriges, hartes, aber sehr spaßiges Rennen und ich hoffe, ihr fandet das auch so. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir gucken uns natürlich noch die Siegerehrung an und wie gesagt, für mehr vom Lens, Facts, News und so weiter, schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Wir sind auch Fahrer des Tages geworden, ITU_Gaming, ITU_Gaming ist der TikTok-Account für diesen Kanal hier, aber wenn ihr mehr vom Lens, Facts und News wissen wollt, schaut unbedingt gerne auf
meinem Account its_tobi vorbei. Link ist natürlich unten in der Bio, direkt auf TikTok. So, hier sind wir nun. Eines der wenigen Rennen, wo wir bis jetzt gewonnen haben. Also wirklich, das ist eine harte Season bis jetzt. Gerade die Sprintrennen, da musst du halt echt richtig, richtig Pfeffer haben. Weil bei einem Sprintrennen einen Win zu holen, wo 3-4 Runden noch weniger sind und keine Boxenstops, das ist schwierig. Und das habe ich auch hier dieses Jahr schon gemerkt. Wir fahren so teilweise zwischen 98 und 102 und da merkst du halt schon, Halleluja, da geht es halt schon richtig ab. Du musst halt wirklich auch teilweise 1-2 Runden hinter der KI hinterherfahren, um dann mal so ein bisschen die Schwierigkeit zu finden. Aber hier, Schwarzmann kommt auch aufs Podium und auch Su, ich glaube, wir sind in der gleichen Academy hier von Alpine. Und ja, ich bin sehr gespannt. Schaut gerne auf Instagram vorbei, ihr ITU_Gaming oder auch gerne, wie gesagt, auf TikTok. It's_Tobi oder ITU_OT. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert wie immer gerne den Channel kostenlos und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder morgen hier wieder auf YouTube. Danke fürs Zugucken und ja, ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.